Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, YouTube hat sein Design angepasst und das gefällt tatsächlich nicht jedem. Es gibt aber die Möglichkeit, das Design bei YouTube wieder zurückzustellen, sodass man sein altes, ja, geliebtes Design wieder hat. Wie das geht, das möchte ich euch hier in dem Video einmal zeigen. Wenn euch das gefällt, lasst an der Stelle gern schon mal einen Daumen nach oben da und vergesst auch nicht, meinen YouTube-Kanal zu abonnieren. Das Ganze ist für euch kostenlos. Und ihr verpasst keine weiteren wichtigen Videos mehr. Ja, wie kann ich das Ganze jetzt wieder abändern zum alten Design? Dazu habe ich hier mal ein neues Fenster geöffnet. Gebt mal in der Google-Suche den, also müsst einen Google Chrome Browser öffnen und gebt dann in der Google-Suche Chrome Webshop einmal ein. Dann klickt ihr auf den Webshop und wenn ihr das gemacht habt, gebt ihr hier oben in der Suche folgenden Begriff ein: YouTube Redux. Und das ist eine Erweiterung, hier seht ihr es auch, Classic Video Page Layout. Das könnt ihr damit wieder herstellen und deshalb braucht ihr hier einfach nur auf Hinzufügen zu klicken. Erweiterung nochmal hinzufügen und jetzt wird das Ganze im Hintergrund installiert. Und jetzt sind hier nochmal die Änderungen, die alle gemacht wurden und somit habt ihr jetzt wieder das alte YouTube Layout. Dazu öffne ich hier gerade mal noch ein neues YouTube-Fenster und jetzt könnt ihr hier deutlich erkennen, dass es nach der Installation, hier haben wir noch den alten gehabt, jetzt bin ich leider hier nicht mehr auf der Startseite, aber ihr konntet es ja am Anfang des Videos sehen und so ist hier jedenfalls wieder das klassische YouTube-Layout, so wie man es am liebsten mag und ich hoffe, das Video hat euch gefallen und auch weitergeholfen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert gerne hier meinen YouTube-Kanal, das Ganze ist für euch kostenlos und wir sehen uns dann auch im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dahin!